Du siehst aus wie ein Mensch, der das, was er sieht, hinnimmt, weil er damit rechnet, dass er wieder aufwacht. Ich will dir sagen, wieso du hier bist. Du bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst. Aber du fühlst es. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter in deinem Kopf, der dich verrückt macht. Rätselhaft, geheimnisvoll, mystisch. Das ist die Aura, die die Freimaurer seit ihrer Gründung umgibt. Ihre Wurzeln reichen zurück in biblische Zeiten, bis zum Tempelbau des König Salomon und seines Baumeisters Hiram. Später dann sollen die Tempelritter zu den Hütern dieses alten Geheimnisses geworden sein und den Grundstein der modernen Maurerei gelegt haben. Adam Weishaupt, ein Professor des Kirchenrechts, der mit dem Okkulten eng vertraut war, formte eine neue Geheimorganisation, die alle Geheimbunde zu einem unglaublichen Ziel vereinigen sollte. Die totale Beherrschung der Welt, aller Ressourcen und Völker. Weishaupt nannte es beschönigend »Neue Weltordnung«. Seine diabolische Brüderschaft basierte auf einer Synthese aller Geheimbunde, die ihr vorausgingen. Er kombinierte das Geheimwissen der Freimaurer mit dem islamischen Mystizismus und den Mordtechniken der Assassinen,
den Einfluss des Priorats von Zion mit dem Reichtum, der Macht und der Rachsucht der Templer gegen die katholische Kirche. Zu all dem kam noch sein eigenes Wissen über das Okkulte. Es war kein Zufall, dass er für die Gründung seiner Gesellschaft den 1. Mai wählte, ein wichtiges Datum im satanischen Kalender. Die Gruppe nannte sich die Illuminati, allgemein als die geistig Inspirierten bekannt. Aber Weishaupt behauptete privat, das Wort würde sich von Luzifer ableiten und Lichtbringer bedeuten. Das offizielle Siegel der Bruderschaft war eine Pyramide mit einem Auge darüber, von dem Strahlen in alle Richtungen gehen. Das Auge stand für die allumfassende Kraft der erleuchteten Bruderschaft in ihrer Herrschaft über die Welt. Der Begründer nannte seinen Anhängern die 5 streng geheimen Mittel, die ihm zur Erlangung seines finsteren Ziels der Weltherrschaft dienen sollten. 1. Bestechung mit Geld und sexuellen Mitteln, um die Macht über Inhaber von hohen Positionen in der Regierung und anderen Bereichen. 2. Die Illuminati in den Fakultäten von Universitäten sollten die besten Studenten für die Sache gewinnen. 3. Einflussreiche Personen und Studenten der Bruderschaft würden hinter die Kulissen von Regierung, religiösen und finanziellen Institutionen platziert und als Agenten benutzt. 4. Der Geheimbund erwirbt absolute Kontrolle über die Medien, um das Volk davon zu überzeugen, dass eine alleinige Weltregierung die einzig mögliche Lösung für unsere zahlreichen Probleme darstellt. 5. In der Endphase der Operation würden alle verfügbaren Ressourcen für den Umsturz gegnerischer Regierungen eingesetzt, um die Welt unter eine von den Illuminati kontrollierte Regierung zu bringen. Die Gruppe bestand ursprünglich aus Freimaurern des 32. Grades und benutzte verschiedene Logen zum Rekrutieren und als Deckung. Der höchstrangige Freimaurer, den man gewann, war Baron Knigge, ein norddeutscher Adliger, auch bekannt als Adolf Francis, ein wichtiger Mann der europäischen Freimaurerszene. Die Illuminati waren extrem verschwiegen. Angeblich besitzen die Templer 2 Sorten Schätze. Einer besteht aus irdischen Gütern wie Gold und Juwelen. Der andere umfasst heilige Relikte aus der Zeit, als der Orden sein Hauptquartier auf dem Gelände des Tempels von Salomon in Jerusalem hat. Als die Christen Jerusalem einnehmen, erkunden sie die Orte, die ihnen vorher verwehrt waren. Aus dieser Zeit stammen die Geschichten, die Templer seien in Wirklichkeit Archäologen. Bis heute ranken sich Legenden um die angeblich von den Templern gefundenen Relikte. Splitter vom Heiligen Kreuz, die Bundeslade, der Heilige Gral, Reliquien von Heiligen. Gibt es Beweise, dass die Templer solche Objekte wirklich besitzen? Von den mehr als 100 Anklagepunkten sind die meisten allgemein gehalten und kommen immer wieder vor. Hexerei, Blasphemie, Sodomie, Entweihung des Kreuzes. Aber ein Vorwurf ist anders und nur für die Templer spezifisch. Sie sollen einen Kopf anbeten.
Je nach Version ein bärtiger, dreiseitiger oder sogar sprechender Kopf. Der Vorwurf ist einzigartig, also könnte was dran sein.